Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Notruf 112, dem Feuerwehrsimulator. Wir starten jetzt ausnahmsweise mal direkt bei der Meldung vom Einsatz, bei der Einsatzmeldung. So, genau. Einfach um euch die Wartezeit vorher zu ersparen. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Wir machen den Truppführer. Achtung. Und laufen mit unserem Mitarbeiter hinterher. Einsatz. Einsatz für KEF 1. So. KEF 1. Das sind wir. So, steigen wir ein. Lassen uns natürlich fahren, wie gesagt. Problem mit dem G29. Und schauen mal, ob der Pumpeneinsatz heute funktioniert. Wir hatten ja schon mal einen. Der ging sowas von grandios in die Hose, weil das Spiel gebuggt hat. Wir kamen ja über die Schufe nicht drüber hinweg. Ich hoffe, dass das heute anders ist. So, wieder unterwegs im Kleinsteinsatzfahrzeug. Und lassen wir uns mal überraschen, was wir tun müssen. Die Schienen finde ich schon ein bisschen krass. Sind mal eben oberhalb der Straße verlegt worden. Kann man machen, empfiehlt sich aber nicht. Empfiehlt sich ganz und gar nicht, weil wenn man da dann drüber fährt, kommt das nicht gut. Oh, da sehe ich schon die Polizei, das heißt, da dürfte unser Einsatz sein. Da bin ich ja mal gespannt, was wir tun müssen. Die Polizei wird jetzt gleich ins Gebüsch fahren, richtig. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Drücke Return, um die Mission zu starten. Machen wir. Steigen wir aus. Gehe zur Schlauchwasserpumpe. So, haben wir. Gehe zu Wasser. Wo ist denn das? Da. So, Pumpe ist... Hoppla. Ich hoffe, ich komme jetzt... Ja, Halleluja. Da sind wir nämlich letztes Mal dran gescheitert, dass wir nicht dort rauskamen, wo wir hätten rauskommen sollen. Schlauch. Gehe zur Position. Schlauch ablegen. Aufnehmen. Ach so, falsch. Nein, ich wollte vorwärts gehen. So. Nimm Schlauchende. Gehe zum Pumpenanschluss. Macht man das nicht sinnvollerweise, solange sie noch draußen ist? Ich meine ja nur. Wäre jetzt so mein Vorgehen jedenfalls. Schlauchende aufnehmen. Verbinde Schlauchende mit Bordstein. Okay. So, jetzt pumpt sie leer. Ob das jetzt so sinnvoll ist, die Straße zu fluten, lassen wir mal dahingestellt. Aber... Ja. Bisschen Überschwemmung. Gut, dass wir hier im Spiel gerade keinen Winter haben. Sondern,
So, geh zu Schlauchende. Begib dich direkt dorthin. Schlauchende. Schlauchende. Genau. So. Lege Schlauchende auf den Boden ab. Kriegen wir hin. Aufrollen müssen wir jetzt, oder? Aber auf der Seite. Schlauchende vom Bordstein entfernen. Ablegen. So, jetzt können wir es aufrollen. Aufnehmen und ab damit in den Wagen. So. Wurde verstaut, Einsatz erfolgreich abgeschlossen, sehr schön. Hinsetzen. Auf geht's. Und tschüss. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier die Heimfahrt komplett mitnehmen, würde ich sagen, starten wir einfach beim nächsten Einsatz. Dann kriegen wir nämlich zwei Einsätze in dieser Folge unter. Und ich sage dann mal, bis gleich. So, da bin ich wieder. Es gibt einen interessanten Einsatz. Zwei, drei Einsätze habe ich jetzt einfach auf Abbrechen klicken müssen, weil die nicht wirklich interessant waren. Kannten wir alle schon. Wir haben jetzt Baumsäge-Einsatz. Gehen wir hier auf Truppführer oder gehen wir hier auf, ich weiß es gerade noch nicht, gehen wir mal auf den hier, sagen wir mal Start. So, steigen schon mal ein. Ich bin mal gespannt, den Einsatz kenne ich jetzt gar nicht, was uns da blüht. Ja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Hatten wir noch nicht in der Form. Und ja. Die anderen Einsätze, die ich jetzt einfach quasi nicht gemacht habe, das waren LKW-Brand. Ist ja schon altbekannt. Und Heimrauchmelder ausgelöst. Und ich glaube, das waren sie. Waren, glaube ich, nur die zwei. Ja, jetzt gehen wir mal Baumfällen, ne? Baumsäge-Einsatz. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, was uns da erwartet. Wow, der fährt aber sehr dicht an dem Fahrzeug vorbei. Bisschen Autofahrer erschrecken. Kann man machen. Sollte man aber nicht. So, mal bin mal gespannt, wie weit wir fahren müssen. Da, okay. Bin mal gespannt, was hier unsere Aufgabe ist. Bäume sind schon mal da. Das ist ein guter Ansatz. So. Drücke Return, um die Mission zu starten. Das machen wir. Dann steigen wir mal aus. So, gehe zur Warnblitzleuchte. Das machen wir. Kriegen wir hin. Warnblitzleuchte aufnehmen. Bereich. Da. Okay. Sichern wir erstmal ab.
So. So, Verkehrsleitkegel. Das könnte auch jemand von euch Jungs auch mal machen, ne? Mich hier die ganze Zeit laufen lassen. Und ihr steht nur rum und gafft. Dum, dum, dum. So, Verkehrsleitkegel. Ablegen. So. Wäre schon mal gesichert. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was passiert. Okay, jetzt, klar, jetzt müssen sie natürlich da mit den Stützen ran. So, der steigt in sein Fahrzeug. Ich nehme an, da will er mit seinem Korb hin. Kollege, du solltest da weggehen. Sonst gibt es einen Korb auf die Nuss. Frage ist, wer einsteigen darf. Der da vorne oder einer von uns? Ich hoffe ja, dass wir hier sägen dürfen. Und zur Not müssen wir mal kurz den Mitarbeiter wechseln. Okay, wir müssen kurz Mitarbeiter wechseln. F5. So. Weil sägen wollen wir natürlich selber, ne? Leiter ausfahren, okay. So. So, das war's schon. Das war ja easy. Aber passt jetzt natürlich ganz gut. Ah, wir müssen auf jeden Fall mal runter mit dem Ding. So, dass wir hier aussteigen können. So. Dann sägen wir hier noch ein bisschen rum. Hier auch noch ein bisschen. So. Und jetzt? Oh, jetzt kommt er mit seinem großen Eimer. Sehr interessant. Und dann? Macht er das Sägemehl da weg oder was? Okay. Sägemehl machen wir weg und den Ast lassen mal liegen. Oder wie ist das zu verstehen? Gehe zu Rolltor. Motorsäge verstauen. Rolltor schließen. So. Ah, okay. Aufnehmen. Und ablegen. Okay. Fein säuberlich an den Rand gelegt. Sehr schön. Ah, der Kollege holt seine Verkehrsleitkegel wieder. Die haben wir ja eben, beziehungsweise als wir er waren, haben wir sie ja weggebracht. So, steigen wir ein. So, Auftrag erfüllt. Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, beende ich die Folge auch an dieser Stelle, weil die Heimfahrt mitzumachen macht ja wenig Sinn.
Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt, ich fand mal ein sehr interessanter Einsatz, mal was ganz anderes. Hatten wir noch nicht. Und ja, in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.